Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Das gesamte Setup hier ist immer noch nicht perfekt, also entschuldigt noch einmal bitte die Soundqualität. Doch wir wollen heute über ein ganz besonderes Video sprechen. Und zwar über ein Video, das schlimmer ist, als man es sich nur vorstellen kann. Denn es gibt da draußen Legenden, dass im Internet einmal ein Video hochgeladen wurde, welches so schrecklich gewesen ist, dass jeder, der es sich ansah, entweder psychische Probleme davon bekam oder sogar teilweise gestorben sein soll, weil er Suizid beging. Es soll also Leute gegeben haben, die sich dieses besondere Video ansahen und sich dann ihr eigenes Leben genommen haben. Einfach nur, weil die Anblicke, die sie mit ansehen mussten, die Anblicke, die sie ertragen mussten, so schrecklich gewesen sind, dass sie sie nicht verarbeiten konnten. Und dieses Video möchte ich heute mit euch besprechen, denn es geht um das gruselige Video The Grifter. The Grifter ist ein Video, welches um das Jahr 2008 hochgeladen wurde. So heißt es jedenfalls auf einem 4chan-Post, denn dort unterhielten sich 2008 unterschiedliche User über ein besonderes Video. Sie sagten, dass sie auf der Suche sind nach einem Video, welches sie mal gesehen haben mit dem Titel The Grifter. Das Video selbst war schwer zu beschreiben, doch sie wollten Antworten haben. Sie wollten wissen, ob irgendjemand es runtergeladen hatte, da sie es nicht mehr finden konnten. Sofort fingen Leute an, darauf zu antworten und sagten, dass sie das Video nicht runtergeladen haben, aber es selbst mit ansahen, dass es grausam war, dass es das schlimmste Video war, was sie jemals gesehen haben. Und einer erklärte sogar ungefähr, was darin passierte. Er sagte nur grob, dass dort verschiedenste widerliche Sachen zu sehen waren. Ein Haufen Maden in einem Waschbecken, Farben und Tapeten, die scheinbar von alleine sich von den Wänden wieder abziehen. Sprich, man konnte sehen, dass Farbe von den Wänden floss. Und er sagte, dass eine Kreatur in dem Video zu sehen war. Eine verstörende Gestalt, die selbst The Grifter, also der Dieb bzw. der Gauner hieß. Diese Kreatur war in dem Video die ganze Zeit zu sehen, aber versteckte sich. Sie war immer nur in irgendwelchen Ecken, in dunklen Rändern oder dergleichen zu sehen, aber nie mitten im Video. Doch jeder, der dieses Video lange genug ansah, wurde scheinbar verrückt und die meisten wollten darüber nicht reden. Sofort fingen Leute an, in dieses Thema genauer einzusteigen. Sofort wollten Leute wissen, was nun wirklich dahinter steckt, was hier denn die Antworten sind. Und sie fanden noch einige Dinge heraus. Angeblich soll um 2008 das Video vom Grifter, dieses verstörende, verfluchte Video, auf YouTube hochgeladen worden sein. Es war nicht lange online, doch einige hundert Menschen konnten es sich in der Zeit angucken. Jeder, der das Video bis zum Schluss durchgehalten hat, wurde in den nächsten Tagen tot aufgefunden. Man fand ihre Körper bei sich zu Hause, nachdem all diese Menschen sich das Leben nahmen. Meistens ohne Abschiedsbriefe oder dergleichen. Es war fast so, als hätten sie irgendetwas erlebt, das auf einmal so schrecklich gewesen ist, dass sie nicht mehr weitermachen konnten. Andere, die das Video zu großen Teilen gesehen haben, meinten, dass sie einfach nicht darüber reden können, beziehungsweise manche konnten überhaupt nicht mehr sprechen, weil sie wie in einer Psychose gefangen waren und die, die wirklich nur kleine Ausschnitte sahen, waren verstört gewesen und wollten es einfach nur so schnell es wieder geht vergessen. Es war fast so, als hätte dieses Video einen ganz besonderen Effekt auf den Menschen, auf unsere Psyche, als ob wir nicht verstehen könnten, was dort passierte. Binnen kürzester Zeit tauchten plötzlich neue Videos auf YouTube auf, Videos, die betitelt waren mit The Grifter. Und eines dieser Videos hat auch extrem viel Aufmerksamkeit bekommen. Man sieht hierbei ebenfalls dunkle und seltsame Räume, man sieht ein neugeborenes Kind, was in einer Liege liegt, und dann eine seltsame Gestalt. Wir sehen scheinbar fast alles aus den Augen dieser Gestalt, wie sie das Kind hochhebt, welches weint und schreit. Es wirkt so, als würde The Grifter, als würde der Gauner dieses Kind auf einmal entführen und als ob das nun die grausamen Szenen sind. Doch so viel kann ich sagen, das Video auf YouTube kann man sich komplett angucken und es ist auch überhaupt nicht grausam. Es ist nichts, was einen irgendwie nachträglich noch verstören würde. Es ist nichts, was wirklich schrecklich ist. Und das bemerkten auch sehr viele Leute auf 4chan und auf Reddit und sagten dann ganz schnell, dass dieses Video, dieses angebliche Grifter-Video, nicht echt sein kann.
Und tatsächlich kamen Leute hervor, die sagten, sie hätten das echte Grifter-Video zu Teilen gesehen und diese Videos, die man jetzt gerade auf YouTube finden kann, waren etwas völlig anderes. The Grifter war viel mehr. Denn plötzlich ging es auch noch weiter. Denn während man am Anfang einfach davon ausging, dass es eine Art verfluchtes Video gab, ein grausames Video, welches man sich niemals ansehen durfte, kamen plötzlich noch neue Geschichten hinzu. Und zwar, dass The Grifter mehr ist als nur ein Video. The Grifter sollte echt sein. Diese gruselige Kreatur, die man auf diesem Videotape sehen konnte, sollte existieren. Denn bei jedem, der zuvor Selbstmord beging, diese Leute, die ich vorhin erwähnt hatte, gab es noch ein anderes Detail. Denn bei jedem Zuhause wurde eine Puppe gefunden. Eine Puppe, wo niemand wusste, wo sie herkam, eine Puppe, die vorher nicht da war. Es war ebenso eine Puppe, wie sie auch in dem The Grifter Video zu sehen sein soll. Denn einerseits sollen echte Babys in dem Video zu sehen sein, aber andererseits auch Puppen. Und diese Puppen sollten auftauchen. Und deswegen gingen Leute davon aus, dass eben diese Leute das Video ansahen und quasi nicht sich selbst umgebracht haben, sondern umgebracht worden sind. Und zwar von dieser seltsamen Gestalt, von diesem Grifter, der scheinbar tatsächlich existierte. Und dieser Grifter hinterließ dann an jedem seiner Tatorte, immer dort, wo er die Leute umbrachte, diese eine Puppe, als Zeichen, dass er da war oder vielleicht sogar auch als Warnung, dass man dieses verstörende Video nicht ansehen darf. Doch was steckt dahinter? Haben wir mittlerweile eine Kopie gefunden von dem Grifter-Video und gibt es klarere Beweise? Und hier ist die Antwort ganz klar, dass wir keinerlei Beweise haben. Es gibt bis heute viele Leute, die darüber reden, dass sie das Grifter-Video tatsächlich gesehen haben. Doch die allgemein logischste Antwort, die wir zu diesem Zeitpunkt haben, ist eine völlig andere. Denn scheinbar ist The Grifter grundsätzlich nichts weiter als eine Horrorgeschichte gewesen. Scheinbar haben sich einige Leute oder Fake-Profile, die alle demselben gehörten, zusammengetan und haben dann auf 4chan bzw. auf Reddit diese gesamte Geschichte über den Grifter erfunden. Sie haben gegenseitig sich geantwortet, so als hätten sie ein normales Gespräch unter Usern, die sich noch nie begegnet sind, doch alle waren vertraut mit der Geschichte und sorgten dafür, dass diese gesamte Legende so groß wurde, wie sie geworden ist. All diese Grifter-Videos, die wir auf YouTube und anderen Seiten sehen, sind scheinbar nichts weiter als nachgemachte Fan-Videos, nicht mehr und nicht weniger. Das Seltsame ist nur, dass bis heute, nach all der Zeit, immer noch diese Gerüchte sich halten. Dass bis heute Leute hervorkommen, die sagten, dass sie im Darknet oder Deep Web eben diese Grifter-Videos gesehen haben. Dass sie auf irgendwelchen ominösen ausländischen Websites darüber gestolpert sind und so weiter. Doch es gibt nie klare Beweise. Ab und zu gibt es noch verwackelte, seltsame Bilder, doch mehr auch nicht. Mich würde an dieser Stelle auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Glaubt ihr, dass hinter diesen Grifter-Videos irgendetwas steckt? Dass sie tatsächlich existieren und diese ganze Grifter-Legende wahr ist? Ich persönlich konnte keinerlei Beweise dafür finden. All diese angeblichen Selbstmordfälle, wo Puppen gefunden wurden, sind nirgendwo dokumentiert. So etwas müsste man ohne weiteres in den Nachrichtenportalen finden können, doch es gab keinerlei Meldung davon. Alles wirkt mehr nach Hörensagen und nach ausgedachten Gerüchten, doch sicher weiß man es nicht. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr denkt, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.